Hallo, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung. Mein Name ist Cryptic Bill und ich heiße euch willkommen zur zweiten Folge meines Oxygen Not Included Let's Play in unserer Cryptic Colony. Beim letzten Mal haben wir dafür gesorgt, dass wir ein Schlafzimmer haben, unsere Duplikanten und ein Blumsklo. Und in dieser Folge würde ich mich mal um die Forschung kümmern, damit wir hier unten einige weitere Gebäude freischalten für unsere Duplikanten. Also legen wir mal los. Jetzt mal etwas langsamer. Research Station. Das ist genau das, was wir bauen möchten. Dann bauen wir die mal dahin. Die braucht Strom. Könnten hier Platz lassen für die große Research Station, die später kommt. Ja, das machen wir auch. Und dann brauchen wir noch eine Batterie. So. Priorität etwas höher, damit das auch mehr fertig wird da. Dann können wir schon direkt weiter. Planen. Aber viel können wir nicht bauen. Erstmal sollten wir etwas forschen. Ich muss mal hier reingraben. Da gibt es nämlich freies Essen für unsere Duplikanten. Da oben ist auch noch sehr viel. Wir kommen mit unserer Treppe gerade nicht vorbei. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Research. Was brauchen wir denn am Anfang? Ich würde sagen, Lebensmittelversorgung ist immer relativ wichtig. Würde ich das mal als erstes erforschen. Frankie steht auch schon am Laufrad. Und dann müsste auch, wer ist unser, das wird es unser Scientist. Gut. Bauen wir hier direkt die nächste Etage drüber. Müssen mal schauen, wie groß wir die Basis generell bauen. Ich denke, dass ich hier so zwei Schlafzimmer brauchen werde. Toiletten, Duschen, Massageraum, Apotheke. Müssen wir irgendwie alles da oben unterbekommen. Und dann den unteren Bereich der Basis würde ich dann eher so die Produktion ansiedeln. Und die Farm. Und hier oben mehr so den Wohnbereich. Könnten natürlich. Mit dem Wasser bin ich noch nicht so zufrieden. Das muss da irgendwie weg. Ich lasse es einfach hier an der Seite runterlaufen. Oder? Was haben wir denn da? Aber hier können wir leider noch nicht reingraben. Nee. Muss ich mal schnellstens. Wer ist unser Marie? Braucht noch 2000 Skillpunkte. Wir müssen ein Level, also einen Skillpunkt in Graben investieren, damit wir uns durchgraben können. Die erste Forschung ist schon fertig. Schauen wir mal, was wir als nächstes erforschen. Farmteile sind natürlich ganz praktisch, aber von den Kosten her genauso wie Planterboxen. Deshalb
würde ich darauf erstmal verzichten. Was relativ wichtig ist am Anfang. Wo haben wir es? Nämlich die Sauerstoffaufbereitung. Der Deodorizer. Wir werden das relativ früh mit Polluted Oxygen, also mit verschmutztem Sauerstoff, zu tun bekommen. Bevor der unsere ganze Basis verseucht, sollten wir die Luft reinigen. Ich denke, dann werde ich das jetzt als nächstes erforschen. Ja. Brauchen wir zwar zwischendurch auch die große, ja, das werden wir dann auch noch erforschen. Aber da kommen wir dann zu. Ups. Ja, gut. Haben wir denn hier Carbondioxid? Das gefällt mir gar nicht so gut. Ich würde mich da trotzdem reinbauen. Vielleicht ist das so die obere Etage unserer Basis. Dann werde ich hier mal abbrechen und hier drüber bauen wir quasi unsere Wärmedämmung. Nahrung. Nahrungsproduktion würde ich sehr gerne hier drunter bauen. Allerdings jetzt dieses Wasser da im Weg. Wenn wir aber... Können uns ja mal hier runtergraben. Kommen wir auch wieder nicht durch, ne? Nett, aber nett. Phosphorid. Kohle, Kohle. Granit, bis dahin kommen wir immerhin. Ist okay. Gott, ob wir hier noch irgendwo. Da haben wir noch einen. Ist hier richtig geoaktiv unsere Welt hier. Da können wir sogar. Ne, das ist auch Planet. Bestimmt ein Polluted Water Vent oder sowas. Ja, da werde ich mich erst dran graben, wenn wir die den Deodorizer erforscht haben. Weil da ist mir zu viel verschmutzter Sauerstoff drin. Gut, wie geht's denn hier voran? Ich glaube jetzt eher nur nach unten als nach oben, aber ist okay. Schläft Frankie, was machst du da? Warum sind wir hier? Ah, jetzt hat Marie Pause, dann steht das Bett gleich auf. Geht unsere Forschung weiter. Gut, Frankie verteilt fleißig Sandstein. Und baut auch fleißig weiter. Marie geht durch die obere Tür ins Bett. Kann man natürlich machen. War so nicht gedacht. Aber hier kann sie nicht durch, deshalb. Aha, hier fehlt einfach das Teil, wo sie drauf stehen kann. Deshalb geht sie durch die obere Tür. Okay. Ja, mit den Teilen wollte ich warten. Ich will die nicht alle direkt aus Sandstein bauen. Sondern... Sobald wir Granit haben, werde ich das Granit bauen, weil die geben dann einen Dekorbonus. Also es wird die Sandsteinteile später alle ersetzen. Das ist blöd denn. Allerdings brauchen wir dafür auch Hard Digging. Jetzt hat mal die gerade so die Hälfte. Und schauen wir mal. Mich
ich aber hier hochgraben noch. Und zwar so. Das war ein bisschen schneller, damit hier mal. Damit es hier mal vorangeht. Damit werden wir unser Kohlendioxid los. Momentan ist Kohlendioxid noch kein großes Problem. Obwohl wir jetzt hier eine ordentlich Kohlendioxid freigeschaufelt haben. Aber das wird jetzt hier nach unten sinken. Und wenn wir hier runtergegraben haben, können wir uns hier unten so ein kleines Loch für Kohlendioxid graben. Eine Kohlendioxidgrube quasi. Gut, jetzt brauchen wir schon diese Advanced Research Station. Dann switchen wir mal da drauf, wenn wir die gleich bauen können. Sonst kommen wir nämlich irgendwann mit der Forschung nicht mehr weiter. Hier fehlt auch wieder. Unser Printing Pod hat was für uns. Dann schauen wir doch mal. Ashcan. Allergien sind nicht so toll. Ape. Keine Stärke. Was ist denn mit Rowan? Kann nicht graben, aber kann. Ja. Ja, ich glaube, den Rowan werden wir nehmen. Einfach als Operator. Wir werden so viele Maschinen haben. Und einen Doktor brauchen wir auch. Kochen ist jetzt nicht, ja, kochen ist immer gut. Aber einen Koch haben wir eigentlich. Ich werde mich mal für Rowan entscheiden. Dann schauen wir mal. Rowan, du machst dann Operating. Und Doctoring mit höchster Priorität. Und da können wir auch gleich einen Skill geben. Na, dann kriegt der Advanced Tankering. Was haben wir hier noch? Händetoilette und ein Bett für jeden Duplikanten. Ja, das haben wir. So, dann setzen wir dem Rowan noch ein Bett dahin. Und dann sind wir schon zu viert. Soweit, so gut. Damit kommen wir aber auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, drückt den Subscribe-Button und dann freue ich mich, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen, wenn es heißt Oxygen Not Included. Bis dahin, euer Cryptic Bill.